Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MyEmu Program Serie. In diesem Video geht es um MyPad. MyPad ist ein Notizprogramm, wo man auch mit zeichnen kann und auch Listen erstellen kann. Wenn man das Programm öffnet, ohne vorher irgendwie welche Notizen hinzugefügt zu haben, kommt man hier in die Übersicht, wo man eine neue Notiz hinzufügen kann. Und oben auf die Leiste kann man auch klicken, eine neue Datenbank erstellen, die Änderung speichern, eine bereits vorhandene Datenbank öffnen und hier die Credits, was ich sehr schön finde. Hier gleich die Links, dass man die Webseite vom Programmierer, vom Thomas Perl, besuchen kann, dass man gleich einen Fehler berichten kann und dass man auch gleich spenden kann, wenn man möchte. Das finde ich eigentlich die ideale Lösung zur Verbreitung von Open Source und kostenlosen Programmen. Kommen wir zum eigentlichen Programm jetzt. Ich füge eine neue Database hinzu, also eine neue Datenbank. Okay, so speichere ich die jetzt. Hier habe ich den hier jetzt drin. Jetzt kann ich hier auf Add New Memo klicken. Hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, entweder ob ich es als reinen Text haben möchte, ob ich zeichnen möchte oder ob ich eine Checklist erstellen möchte. Und hier unten kann man noch auswählen, ob das als Kind von der bereits vorhandenen Memo, also dieser hier, erstellt werden soll. Ja, wenn man in einer Notiz drin ist, wie hier zum Beispiel, kann man die auch umbenennen, löschen, als eine Datei exportieren und man wundert sich jetzt vielleicht, es gibt zweimal Löschen, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Das Englische löscht man die ausgewählte Notiz und beim Deutschen löschen löscht man nur den Inhalt. Also beim Deutschen bleibt die Notiz noch vorhanden, aber der Inhalt ist weg und beim anderen ist halt die komplette Notiz weg. So. Stellen wir eine neue Notiz. Ich möchte zeichnen, ja, erstellen. Jetzt komme ich hier in so ein Zeichenprogramm rein. Man kann jetzt hier ganz links die Farbe ändern. Da sind viele Farben zur Auswahl. Okay, ich nehme jetzt einfach mal schwarz. Habe ich schwarz, wie man sieht. Dann kann ich die Strichstärke ändern. Das reicht von 2 Pixeln. Breite, wie ich sie jetzt habe, ist markiert, bis zu das höchste sind 14 Pixel, das war was ich eben gezeichnet habe. Dann kann man hier ein Radiergummi auswählen und somit das, was man gezeichnet hat, wieder wegradieren. Hier kann man sich verschiedene Formen auswählen, zum Beispiel eine Ellipse, ein Rechteck, eine Linie und per Freihand zeichnen. Gehe ich schnell durch. Achso, ich habe hier noch den Radiergummi, so. Die Ellipse, das Rechteck, Linie und Freihand, wie eben schon. Jetzt kann man auch den Hintergrund des Blattpapiers ändern, dass man zum Beispiel hier jetzt einen Notizblock, einen karierten Notizblock als Hintergrund hat oder ein Notizbuch mit Linien drauf. Machen wir wieder zurück zu keinem Hintergrund und man kann hier einen Schritt zurück machen. Das funktioniert, ich glaube, bis 10 Mal, ich bin mir aber nicht ganz sicher jetzt. So, oben kann man wieder die gleichen Funktionen, wie ich eben schon erklärt habe. Und man kann hier rechts unten auch noch in Vollbildmodus gehen, sodass man dann eine größere Fläche zum Zeichnen hat. Und hier keine Scrollbalken an der Seite, die stören könnten. Damit hat man jetzt auch gleich die Auflösung der Bilder, die man machen kann. Das sind also 800x480 Pixel. Halt die Auflösung vom N900. So, eine schöne Funktion finde ich, wenn man bei der Tastatur nach links drückt, dann zeigt er einem hier quadratische Formen ein. Was bedeutet das? Wenn man jetzt in die Notiz reingeht und eine Form, zum Beispiel eine Ellipse, anklickt, dann bleibt das immer ein perfekter Kreis. Man kann also keine Ellipsen mehr zeichnen. Genauso beim Rechteck, das sind jetzt immer Quadrate. Und bei Linien geht es nur in einem bestimmten Winkel. Wie man sehen kann, immer nur im 45-Grad-Winkel.
So, dann kann man auch, wenn man nach oben oder unten drückt, also jetzt Funktion und nach unten zum Beispiel, steht gefüllte Formen ein. Was das bedeutet, kann man sich leicht vorstellen. Da sind die jetzt einfach gefüllt. So, was gibt es noch? Wenn man jetzt eine neue Notiz, also ich habe jetzt diese Notiz markiert und jetzt hier auf Add New Memo klicke, dann hier dieses Haken Create as Child of Selected Memo bedeutet also, dass in der Übersicht die nächste Memo wieder ein Stückchen weiter eingerückt ist, sodass man irgendwie das nach Projekten ordnen kann oder so. Rich Text, also Text, erstelle ich jetzt. Da kann man sich jetzt die Schriftart ändern, Formatierung, also Fett und so weiter. Das kann man auch über die Kurzwahl hier anklicken oder man kann auch so, dass Stichpunkte hinzugefügt werden. Oben wieder die gleichen Optionen. Und als letztes, hier kann man es jetzt schön sehen, dass es eingerückt ist. Und als letztes füge ich noch eine Checkliste hinzu. So, da habe ich jetzt hier, also wenn ich jetzt zum Beispiel was Neues hinzufügen möchte, klicke ich aufs Plus unten. Name Video YouTube. So, okay, füge ich hinzu. Jetzt habe ich hier oben die Checkliste Video YouTube. So, und wenn ich, da kann ich das jetzt noch ändern, dass es fett gedruckt ist, dass durchgestrichen ist, in einer anderen Farbe. Hier, dann kann ich dieses bearbeiten oder auch wegschmeißen. Und hier links den Haken, dann kommt der Haken, dass ich es schon gemacht habe. Ja, das war's zu MyPad. Sehr schönes Programm. Sehr zu empfehlen, da das interne Notizprogramm jetzt nicht so umfangreich ist. Auch insbesondere schön ist, dass man das so ordnen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine neue Notiz hinzufügen würde und das nicht als Kind erstelle, dann ist es hier wieder wie ein neues Projekt. Also das finde ich sehr schön. Auch, dass in den Optionen, also in den Credits der Spendenknopf ist, finde ich sehr schön gelöst. Und es ist ein wirklich empfehlenswertes Programm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.